Was geht ab, Freunde des Paranormalen, und willkommen zu einem neuen Türchen in diesem Adventskalender. Voll mit spooky Shit. Also, ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Abby, das ist mein Kanal. Wir reden über spooky Shit und machen spooky Shit. Heutiges Türchen, dachte ich mir, wir tauchen nach Deutschland ein. Denn diese Geschichte, ich lerne dieses Jahr so viele neue Geschichten kennen zu Weihnachten und zu Deutschland, von denen ich überhaupt gar keinen Plan hatte vor dieser Recherche für diesen Adventskalender. Vielleicht kennt ihr sie. Ich weiß nicht, ob die bekannt ist in Deutschland. Lasst mich gerne wissen dann, ob ihr sie kanntet oder nicht. Eine Legende aus Deutschland und Frankreich, nämlich die von Hans Trapp. Und ich würde sagen, wir labern nicht weiter drum rum. Macht euch einen Tee, kuschelt euch in der Decke ein. Jetzt wird's spooky. What if? Death speaks to you. Would you dare to listen? Die Legende ist eigentlich in Frankreich sehr bekannt, allerdings hat sie einen deutschen Ursprung, denn es geht heute um eine Figur, die ein deutsches Vorbild hatte. Im 15. Jahrhundert gab es nämlich einen Ritter namens Hans Trotter und den schauen wir uns jetzt an. Hans war der Marschall vom Kurfürst und er war deswegen sehr angesehen, will ich nicht sagen. Er war wohlhabend und einflussreich. Also bei den Leuten war er nicht so beliebt, aber da kommen wir gleich zu. Hans hatte jetzt Burgen geschenkt bekommen und diese eine baute er ständig weiter aus. Die galt tatsächlich früher auch als uneinnehmbar. Eine andere Burg hat er meines Wissens nach komplett vernachlässigt, weil die wohl nicht bewohnbar war. Allerdings baute er diese Burg auf fremdem Grundstück. Also eigentlich hat das Land, auf dem er diese Burg erweitert hat, einem Abt gehört. Und dann fing so ein kleiner Krieg zwischen den beiden an. Weil, I mean, der eine klaut Land, hätte ich jetzt auch keinen Bock drauf. Als der Krieg dann immer weiter voranschritt, hat der Abt dieses Klosters dann irgendwann Hilfe vom Papst eingefordert, weil man auch so ein bisschen munkelte, dass Hans schwarze Magie betrieb, um halt noch einflussreicher und machtvoller zu werden oder sogar einen Deal mit dem Teufel eingegangen zu sein. Daraufhin wollte man ihn vor das päpstliche Gericht bringen, um ihn zu seinem Glauben zu befragen, worauf Hans jetzt nicht so ganz Bock hatte wohl, nach Rom zu reisen, sondern der schrieb dann einfach einen Brief und sagt, ja, ich bin Christ, also ich habe den christlichen Glauben noch. Also, das musst du halt auch erstmal bringen, so der Papst lädt dich ein vor Gericht, so, nö, kein Bock, ich schreibe einen Brief. Naja, das verlief dann nicht ganz ohne Konsequenzen, denn man verhing jetzt einen Kirchenbann über Hans und er wurde quasi von der Kirche und dem Glauben so, ne, ausgeschlossen. Und hier kommt unsere Legende ins Spiel, denn laut dieser Legende soll man Hans dann ins Exil geschickt haben, also weit weg von der Zivilisation. Er hatte kein Reichtum mehr, er hatte keine Bleibe mehr, er hatte gar nichts mehr und daraufhin ist Hans dann in den Wald gegangen und hat sich dann dort quasi eingerichtet, hat sich so ein kleines Fort gebaut, nenne ich es mal. Naja, und deswegen hat er so einen kleinen Hass auf die Menschheit bekommen und ist dann auf die dunkle Seite gewechselt. Und um diese harten Winter in Bayern, war er übrigens, zu überleben, musste er sich seine Sachen mit Stroh ausstopfen, also Socken und Kleidung und so, und sah dann so ein bisschen mehr aus wie eine Vogelscheuche. Deswegen irgendwie auch die Version der tötenden Vogelscheuche zustande kam. Aber dazu habe ich jetzt nicht so viel gefunden, außer eine Supernatural-Folge. Die ziemlich nice ist. Und irgendwann hat Hans dann so eine seltsame Obsession entwickelt. Nämlich wollte der einfach mal Menschenfleisch tasten. Auch ein bisschen random. Und eines Tages fand er dann sein erstes Opfer. Es kam nämlich ein Junge von 10 Jahren vorbei. Daraufhin witterte Hans seine Chance, hat den Jungen mit einem Stock aufgespießt sozusagen, ihn mit zu seiner Höhle genommen, ihn dann klein geschnitten und ihn dann... Er wollte ihn zumindest essen. Er hat ihn angebraten über dem Feuer und so. Und dann geht die Legende weiter, dass Gott das mitbekommen hat und sich dachte, what the fuck? Und einen Blitz auf die Erde geworfen hat und der dann Hans getroffen hat und der ist dann gestorben. Aber mit dem Tod von Hans hört die Geschichte nicht auf, denn viele Leute wollen jetzt immer wieder zur Winterzeit den Geist von Hans sehen, wie er sein blutiges Treiben fortsetzt. Das ist vermutlich wieder so eine klassische Geschichte, die man Kindern erzählt.
damit die artig sind. Denn Hans soll auch als Handlanger des Nikolaus unterwegs sein. Also man hat das wieder so ein bisschen abgeändert, so ähnlich wie Knecht Ruprecht oder Good Old Krampus. Denn er soll die kleinen, unartigen Kiddos in seinen Sack schmeißen, sodass die halt das gleiche Schicksal ereilt wie damals diesen 10-jährigen Jungen. So, die wahre Geschichte, kommen wir jetzt wieder auf die zurück. Die geht nämlich nicht so. Also Hans wurde nicht ins Exil geschickt. Das ist falsch. Ich meine, er hat sein Ansehen verloren, das ist richtig. Der Kurfürst musste sich auch von ihm trennen, aber weil er so ein guter Ritter war, tat er sich damit sehr schwer und hat das eigentlich nur so oberflächlich, so nur nach außen hin gemacht. So hat er ihn zum Beispiel in den italienischen Kriegen nach Frankreich ins Königshaus geschickt, wo ihm Ludwig der Siebte auch noch eine Auszeichnung gab. Also da war nichts mit ins Exil und er hat das Reichtum nicht mehr gehabt und keine Ahnung was. Das ist auf jeden Fall die Inspiration hinter dieser verstörenden und traumatisierenden Weihnachtslegende von Hans Trapp. Mich hat die echt ein bisschen verstört. Ich muss sagen, es ist eine der grausamsten Weihnachtslegenden, die wir bis jetzt hatten, finde ich. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt Bescheid, wer Hans Trotha war. Jetzt wisst ihr, dass es überhaupt einen Hans Trotha gab. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Geschichte trotzdem gefallen, auch wenn sie ein bisschen verstörend für uns alle war. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, wenn das nicht schon passiert ist. Und dann sehen wir uns im morgigen Türchen. Bis dahin, ciao.